Im Südosten Berlins sind noch immer rund 30.000 Haushalte ohne Strom. In etwa 5.000 Wohnungen sind die Heizungen kalt, weil zwei Blockheizkraftwerke außer Betrieb gehen mussten. Schulen und Kindergärten bleiben heute geschlossen. Bereits gestern Abend fielen Straßenbeleuchtungen aus, Straßenbahnen mussten abgeschleppt werden, Mobilfunk- und Festnetzanschlüsse funktionierten nicht. Grund für den Ausfall ist eine Panne bei Bauarbeiten. Dabei waren mehrere Stromkabel beschädigt worden.